Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin moin, liebe Stammis, ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist immer noch Kilian Gaffrey und als ich gestern Nachmittag hier ins Büro gekommen bin, wunderte ich mich, dass die Tür zum Podcastbüro schon auf war und dann saß da ein Mann mit Mütze und Brille, schaute mich verliebt an. André Albers im Büro. Ich habe mich gefragt, was machst du denn hier? Moin, grüß dich erstmal. Verliebt, ja. Ja, ich war in geheimer Mission hier. Ich musste was erledigen und ihr könnt auch erfahren, was. Komm, das machen wir direkt zum Anfang der Folge. Normalerweise wollen wir es zum Ende machen. Das ist heftig, oder? Also ich weiß es ja schon. Ja, heute 16 Uhr solltet ihr auf stammplatz.pod bei Instagram mal gucken. Da wird etwas announced, wie man neudeutsch sagt. Also es gibt eine Ankündigung und deswegen war ich gestern hier und saß im Büro, als Kili schon reinkam. Also, ich fühle mich irgendwie so wie so ein Kumpel von so einem Influencer, der so Ankündigungen, Announcements macht. Voll geil. Guck mal rein heute. 16 ich bin Internetstar jetzt auch. Vielleicht 16 wow. Und 2. Also es gibt eine Ankündigung und da solltet ihr bei stammplatz.pod gerne mal reinschauen. Vergiss es nicht. Ich vergesse es nicht, nee. Ihr könnt auch bei Insta-Albers reingucken. Aber nein, ich vergesse es nicht, versprochen. Alles klar, dann lass uns jetzt mit Fußball weitermachen. Wenn du schon mal da bist, dann können wir auch gemeinsam hier diesen Podcast aufnehmen. Du weißt ja, worum es geht, ne? Ja, klar. Ja, lass uns doch mal mit der Nationalmannschaft anfangen. Ja. Ne, Tobi Altscheffel ist nach wie vor am Start. Und jetzt sind ja auch die beiden Tonis da, Antonio Rüdiger und Toni Kroos. Und Tobi nimmt uns mal so ein bisschen mit, wie denn der erste richtige Trainingstag von den beiden so gelaufen ist. Es gab auch eine PK mit Antonio Rüdiger und. Da gibt's wieder einige Insights von Tobi aus Herzogenaurach. Servus Stamis, hi Kili. Ich bin nach wie vor bei der deutschen Nationalmannschaft, genauer gesagt aktuell in einem ganz stylischen Nebenraum des Medienzentrums. Hier hängt ein alter brauner Boxsack von der Decke, Springseile liegen hier rum, Seile hängen an den Wänden. Wir nehmen hier gleich den Bayern-Insider auf, aber erstmal gibt's was für die Stammis. Und wenige Meter von hier entfernt hat Toni Kroos erstmals bei der Nationalmannschaft in der EM-Vorbereitung den Platz betreten. Also 10.52 Uhr ist er auf das Spielfeld gekommen. Unser Titel-Toni, Toni Kroos, der uns den EM-Volk auch bringen soll. Ein Titelsammler ist er ja wie kein anderer in der deutschen Fußballgeschichte und war bestens gelaunt, hat mit seinen alten weißen Adidas-Tretern die Runden gedreht, hat sich mit Thomas Müller viel unterhalten und man merkt, der Respekt der Mitspieler, der ist riesengroß. Also beispielsweise Jamal Musiala, den haben wir heute gefragt, Christian Falk und ich, wer wird der Spieler der EM, hat er kurz überlegt und gesagt, Toni Kroos. Es wird auch darüber gesprochen, hätte er eigentlich schon mal den Ballon d'Or jetzt verdient zum Ende seiner Karriere und auch Toni Rüdiger, sein Teamkollege von Real Madrid, war in der Pressekonferenz, hat gesagt, Toni Kroos ist ein stiller Leader, hat seine Qualitäten nochmal hervorgehoben und ja, mit Kroos und mit Rüdiger kommt ein besonderes Element mit rein. Ganz nett von Rüdiger. Wir haben hier zwei Tage jetzt kleine Schülerreporter da gehabt, die mal ein bisschen reinschnuppern konnten in den Journalismus. Toni Rüdiger hat die gesehen bei der Pressekonferenz, ist dann aufgestanden und hat ihnen alle die Hand geschüttelt, sie persönlich begrüßt und die hat natürlich dann ganz große Augen. Also es wird viel Wert auf Höflichkeit, auf Nahbarkeit gelegt und zudem ist die Mannschaft jetzt komplett. Und Freitag in Mönchengladbach soll es dann rund gehen und soll es auch Tore geben gegen Griechenland, anders als beim Testspiel am Montag in Nürnberg gegen die Ukraine. Nächstes Update folgt bestimmt und liebe Grüße vom Sandsack. Bis dann, ciao. Liebe Grüße zurück an den Sandsack. Wir würden auch gerne mal mitboxen, wenn wir dürfen. Ne? Ja, vor allem du. Du bist ja kampfsportaffin, wie wir wissen. Ja. Schön, dass Toni Kroos jetzt dabei ist, schön, dass Antonio Rüdiger dabei ist. Jamal Musiala hat gesagt, das enge Rennen um den Ballon d'Or dieses Jahr werden es bestimmt Bellingham, Vinicius Junior und Toni Kroos. Wenn Toni Kroos die EM gewinnt, wird das dann trotz Karriereende? Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ich glaube, wir haben da letztens schon mal drüber gesprochen, ist die Lobby, die fehlende. Auch wenn er schon seit sehr, sehr vielen Jahren überragende Leistung zeigt, war er trotzdem immer so ein bisschen im Schatten von anderen. Ja, weil er halt gerne die Highlight-Spieler dann auch gewinnen. Ne? Toni Kroos ist kein Highlight-Spieler. So ist es und ich vermute, Vinicius Junior wird sicherlich niemals den Sympathiepreis gewinnen, aber beim Ballon d'Or ist er relativ weit vorne. Ich wünsche es mir natürlich anders. Also wenn wir Europameister werden und Toni Kroos spielt eine sehr, sehr gute EM, dann gibt es für mich eigentlich keinen Weg dran vorbei. Sportlich, aber wir wissen, da spielen ja manchmal auch andere Dinge eine Rolle. Wenn ich dich jetzt schon mal zwischendurch in dieser Woche hier habe, wen würdest du denn jetzt noch rausstreichen aus dem Kader? Ich meine, die schwierige Entscheidung hat Julian Nagelsmann noch zu fällen. Wird er dann treffen nach dem Griechenland-Spiel am Freitag? Wahrscheinlich Samstag, Sonntag wird es dann eine PK geben.
Stand jetzt, wen würdest du rausstreichen? Naja, das kommt so ein bisschen drauf an, was Julian Nagelsmann braucht, auch fürs Training. Also ich habe verstanden, seitdem Julian Nagelsmann es halt auch transparent erklärt, und das ist ja eine seiner großen Stärken, dass es wichtig ist, nicht wer ist Nummer 25 im Kader, sondern wie kann ich das im Training am besten verwenden. Und wenn er vier Torhüter braucht, dann ist das ja schon mal raus. Dann denke ich, dass die beiden dazugekommenen mit Reitz und Gruda auf jeden Fall wieder gehen müssen, auch wenn sie sich da ordentlich präsentieren. Und dann kommt es drauf an, auf welcher Position sieht Julian Nagelsmann nicht den meisten Bedarf auf dem Platz, weil die werden sowieso bei 24, 25 wenig Einsatzzeit bekommen, sondern wo sie dann den meisten Bedarf im Training, und danach wird er dann entscheiden. Also ich kann mich gar nicht auf den Spieler festlegen, weil ich seine Planung gar nicht kenne. Wenn es so läuft, wie du es jetzt beschrieben hast, dann bin ich vielleicht eher bei der Innenverteidigung. Dann ist es Robin Koch. Wenn wir 5 Innenverteidiger haben, dann ist es Robin Koch. Ja, weil Waldemar Anton jetzt auch nochmal Spielzeit ordentliche bekommen hat, den Vorzug bekommen hat in der Startelf. Also ich denke, dann ist es Robin Koch. Und der andere Wackelkandidat, Maxi Beier, sich ja extrem gut auch präsentiert hat schon. Ja, und wie gesagt, da kommt es dann drauf an, was brauche ich? Brauche ich den Stürmer, den ich vielleicht auch wirklich ernsthaft überlege einzusetzen? Oder brauche ich Koch fürs Training? Und wenn es egal ist, dann ist es wahrscheinlich Koch, der gehen muss. Ja, gestrichen im vorläufigen EM-Kader wurde übrigens schon bei den Schweizern. Der Nationaltrainer dort, Murat Yakin, hat 4 Spieler aus seinem EM-Aufgebot gestrichen. Philipp Urinic, Uran Bislimi, Albian Haidari und Kevin Mbabu, den wir bestens kennen vom FC Augsburg, früher auch VfL Wolfsburg aus der Bundesliga, der ist raus. Und eine weitere Meldung mit EM-Bezug, André, Ozan Kabak hat sich im Test gegen die Italiener, ist 0-0 ausgegangen, das Spiel, einen Kreuzbandriss zugezogen, wird für die EM ausfallen und damit auch Hoffenheim mehrere Monate fehlen. Ganz wichtiger Schlüsselspieler in der Innenverteidigung der Türken. Das ist extrem bitter für die. Ja, ich habe mich ein bisschen gewundert. Das hat richtig geraschelt in dem Spiel. Also das war eine Zweikampfhärte, die man von einem Testspiel von der EM eigentlich nicht so erwartet. Hast du geguckt? Also ich habe nicht geguckt. Ich habe hinterher Highlights gesehen und ein paar Artikel gelesen dazu, weil ich mich so gewundert hatte, dass es da so heiß hergegangen ist. Von daher ein bisschen unglücklich, und da können wir dann froh sein, dass nicht mit letzter Intensität zum Beispiel gegen die Ukraine gespielt wurde, weil sowas muss echt nicht sein. Ja, toi toi toi, dreimal auf Holz klopfen, dass am Freitag in dem Spiel gegen Griechenland nichts passiert. Wir sind da ja auch schon leid geprüft gewesen, Stichwort Marco Reus damals. Zum Beispiel, oder ich erinnere mich an Christian Tresch, der sich vor seinem Turnier auch mal verletzt hat. Ja, muss nicht sein. Dann kommen wir zum ersten FC Köln. Da ist ja auch eine Menge los in diesem Sommer. Nach unseren Infos hat der FC jetzt aber ein bisschen, ja, Hoffnung, Mut geschöpft, weil sie einen Weg gefunden haben, diese Transfersperre der FIFA, die es ja nach wie vor noch gibt, zumindest teilweise auszuhebeln. Genaueres dazu einmal per Sprachnachricht von unserem FC-Reporter Uli Bauer aus Köln. Hören wir rein. Ja, hallo Kidi, hallo liebe Stammis. Not macht bekanntlich erfinderisch, und wie groß die Not in Köln ist, weiß man ja spätestens seit dem Abstieg und dem brutalen FIFA-Urteil. Aber immerhin, bei dieser FIFA-Strafe, die dem FC eigentlich Neuzugänge bis 2025 verbietet, haben Kölns Bosse nun einen Weg gefunden. Denn bei der Strafe handelt es sich nicht etwa um ein klassisches Transferverbot, sondern um ein Registrierungsverbot. Was bedeutet das? Köln darf entgegen der ersten Annahme auch in diesem Sommer neue Spieler einkaufen und über einen längeren Zeitraum verpflichten. Der FC darf sie vor 2025 nur eben nicht im Meldesystem der FIFA registrieren und einsetzen. Heißt, Sportboss Christian Keller sucht Profis, vor allem Nachwuchsspieler, die bereit dazu sind, sich jetzt langfristig an den FC zu binden, zunächst aber für 6 oder eben sogar 12 Monate an einen anderen Verein ausgeliehen zu werden. Du unterschreibst also quasi beim FC, spielst aber erstmal für Regensburg, Ulm oder Karlsruhe. Dass man auf dem Weg keine Topstars oder Leistungsträger gewinnt, dürfte klar sein. Köln wird so aber Spieler unter Vertrag nehmen, denen ein solches Leihjahr vor ihrem FC-Start vielleicht sogar ganz gut tut und mit denen man in der Saison 2025-26 dann die Mission Wiederaufstieg endgültig angehen kann. Klingt kompliziert, bedeutet für den FC aber vor allem Planungssicherheit für die Zukunft. Und wie wichtig die ist, zeigt die aktuelle Kaderplanung, denn die gestaltet sich nach dem Abstieg eher schwierig. Mit Jeff Chabot, Farid Alidou, Benno Schmitz und Justin Diehl sind 4 Profis schon abgehauen. Timo Hübers soll vor einem Wechsel zu Udinese Calcio stehen. Und die Gespräche mit Davy Selke, Florian Kainz und Luca Waldschmidt über eine Zweitliga-Zukunft mit Köln stocken. Hintergrund ist klar, jeder will natürlich erstmal wissen, wer der neue Trainer wird in Köln, und da ist frühestens kommende Woche mit einer Entscheidung zu rechnen.
Immerhin, ein FC-Star hat sich zumindest schon mal unabhängig vom Trainer festgelegt und bleibt trotz einer Ausstiegsklausel. Jan Thielmann hat gerade heute angekündigt, dass er wie Spielmacher Marc Uth mit in die zweite Liga geht. Damit liebe Grüße aus Köln. Ja, die Personalie Thielmann kann man unter Anbetracht der Situation beim FC ja fast schon als Sensation bezeichnen. Ja, auch ein geiles Video gemacht, ne? Ihr müsst mal bei Social Media reingucken, beim 1. FC Köln, wie die das announced haben, wie wir heute gelernt haben, angekündigt haben. Haben die richtig gut gemacht und... Die machen das generell richtig gut, arbeitet ein alter Studienkollege von mir in der Social Media Abteilung, in der Presseabteilung vom FC, die können es richtig gut. Ah, verstehe. Ich muss schon sagen, Thielmann, Uth ist schon ein gutes Gerüst für die zweite Liga. Das, was Uli da übrigens überragend erklärt hat, ist aber natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Mit der Transfersperre. Ja, wie man die jetzt umgehen kann. Also klar kann man so Spieler sich entwickeln lassen und möglicherweise die Früchte ernten irgendwann. Aber das wird den kurzfristig natürlich, hat er ja richtig gesagt, nicht helfen. Nein, aber kurzfristig kann es ja auch nicht das realistische Ziel des FCs sein, direkt wieder aufzusteigen, sondern die Mission Wiederaufstieg 2026, die kannst du jetzt schon bautechnisch, kadertechnisch schon mal ein bisschen angehen, indem du vielversprechende Talente von diesem Weg überzeugst. Die Frage ist, welcher Wiederaufstieg es dann ist, ne? Und da müssen wir halt jetzt mal ein bisschen gucken. Das heißt, der FC sollte möglichst irgendwie noch 2, 3, 4, 5, 6 Spieler aus dem aktuellen Kader, die Leistungsträger waren, überzeugen, beim FC zu bleiben, weil ansonsten wird es richtig schwer. Haben wir ja schon drüber geredet. Ansonsten guckt man vielleicht wie der FC Schalke lange nach unten. Ja, ja, viele Baustellen, die du jetzt noch schließen musst, auf jeden Fall, auch mit dem Trainer. Das hat ja Uli auch angesprochen, das wollen viele Spieler erstmal wissen, bevor sie da irgendwas machen. Also die Situation beim FC über den Sommer hinweg natürlich mehr als angespannt, werden wir weiter beobachten und gucken jetzt einmal nach Stuttgart zum VfB. Die haben nämlich gestern endlich mal den Kollegen Fabian Wohlgemuth zum Sportvorstand befördert, war ja bisher Sportdirektor, kam damals im Winter 2022 aus Paderborn. Der VfB hat über ein Jahr gesucht auf dieser Position. Weiß ich nicht, ob sie die Augen zugemacht haben und nicht gesehen haben, wer da schon die ganze Zeit in Amt und Würden ist und seinen Job sehr, sehr gut macht. Aber jetzt haben sie es auf jeden Fall realisiert und die Augen aufgemacht. Einmal scharf gestellt, die Brille. Fabian Wohlgemuth, herzlichen Glückwunsch, kann man nur sagen. Absolut verdient, ne? Muss man nach dem, was beim VfB zuletzt passiert, sagen. Und alles Gute. Da sieht so aus, als wenn dann Christian Gentner wiederum auch befördert werden würde, nämlich zum Sportdirektor dann. Dann haben sie da ein ganz gutes Konstrukt, ne? Werle in der Vorstandsebene mit Wohlgemuth, Gentner darunter. Ja, mit Gentner natürlich auch richtig VfB-Identität. Ja, nochmal, 100%. Ne? Also von daher, das ist ein guter Mix, denke ich auch. Halbe Union-Legende. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Komm, André, wir machen zum Schluss dieser Episode noch ein paar schnelle News. Niko Kovac soll Kandidat für das Traineramt bei Dubai-Club Shabab Al-Ahli sein. Sky berichtet darüber, wir haben es auch getan. Es soll bereits erste Gespräche gegeben haben. Wird sich lohnen, denke ich. Der VfL Bochum steht vor einer Verpflichtung von Samuel Bamba aus Dortmund. Der hat da in dieser abgelaufenen Saison 2 Profi-Einsätze beim BVB absolviert. Lief ansonsten in der U23 in Liga 3 auf 21 Spiele, ein Tor. In der Youth League hat er echt überzeugt. 2 Tore, 3 Vorlagen gegen Clubs wie AC Mailand und so weiter. Stärken hat Max Backhaus herauskristallisiert in seinem Artikel bei Bild.de gestern. Antritt und eine hohe Geschwindigkeit, Luft nach oben soll er noch haben in Sachen Abschluss. Aber er passt absolut ins Profil des VfL Bochum. Jung, dynamisch, entwicklungsfähig. Und der VfL Bochum hat mit Talenten aus Dortmund eigentlich immer, ja, einen guten Griff gemacht. Ich erinnere da an Patrick Osterhage. Ja, das ist ja auch der Weg, den der VfL Bochum gehen muss, ne? Spieler, an die andere größere Vereine mal so richtig geglaubt haben, die dann vielleicht nicht den ganz großen Sprung direkt in den Kader von den großen Vereinen schaffen, aber trotzdem vielleicht gut genug sind für den VfL Bochum in der ersten Liga. Das ist exakt der richtige Weg und deswegen, glaube ich, macht das nur Sinn. Hundertprozentig, und ins Geld passt da auch. Der Profi-Etat senkt sich herab auf 35 Millionen ungefähr. Ja, ähnlich ist die Situation finanziell wahrscheinlich noch ein bisschen angespannter beim FC Schalke. Die verpflichten Armin Younes. Armin Younes war ja schon die letzten Wochen immer auf Schalke zu sehen als Trainingsgast bei der zweiten Mannschaft. Jetzt bekommt er einen Vertrag im Profibereich, ist mittlerweile 30 Jahre alt, hat zuletzt in Saudi-Arabien gekickt, aber auch ja bei großen Clubs wie im SSC Neapel, Ajax Amsterdam. Das war wohl so, Ajax Amsterdam war, glaube ich, so mit seiner besten Zeit. Ist ja, man vergisst es immer, Ex-Nationalspieler, 8 Länderspiele und Confed-Cup-Sieger gewesen 2017. Das ist ja immer das Gleiche mit diesen Spielern, die diesen Karriereknick hatten, ne? Entweder die kriegen das nochmal hin, sich fit zu machen und das Potenzial nochmal abzurufen, oder es wird halt gar nichts. Ich weiß nicht, wie hoch das finanzielle Risiko für den FC Schalke ist. Wahrscheinlich nicht so super hoch, wenn er erstmal nur bei der U23 mittrainiert hat. Aber auch da, was hast du zu verlieren? Wahrscheinlich erstmal nicht viel. Nö,
Den nimmst du mit, hast die Erfahrung und dann guckst du mal. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Deckel drauf, ne? Auf die heutige Episode. Deckel drauf, 16 Uhr, ne? Denk dran, Stammplatz.pod. Und morgen hört ihr hier den Kollegen Heising. André ist unterwegs in Sachen Geheimprojekt, was ihr um 16.30 Uhr erfahren werdet. Und ich habe mit Fighting zu tun an diesem Wochenende. Also. Deckel drauf. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.